Jo Leute, was geht und willkommen zurück zu einer Folge von Minecraft Dragons. Heute zur Folge 20. Und ja, ich habe erst gecheckt am Cut, dass es Folge 20 jetzt ist, die nächste. Und wir begeben uns jetzt in das Thema Magie. Endlich. Soweit ist es. Fifi hat schon deutlich länger angefangen. Wir waren auch letzte Folge da und haben mal beim Oculus reingeguckt. Und ja, wir haben tatsächlich schon eine Runeforge, die wir mal gefunden hatten. Ich habe von euch schon ein paar davon habe ich noch ein paar mehr. Und ja, wir brauchen definitiv den Oculus. Der Oculus ist heilig. Und ich würde sagen, packen wir was mal rüber. So wie auch einen Inscription Table, den wir brauchen werden. Und einen Mana Weaving Altar. Das sind die Sachen, die wir mindestens brauchen. Ich denke mal, wir brauchen auch noch Chark. Wo ist Chark? Hier ist dieser Chark. Und einen Mana Weaving Stuff. Wenn ich den finde. Hier. Mana Weaver Stuff. Want. Wir brauchen Windchen auf jeden Fall. Also wir haben jetzt keinen Raum dafür. Ich würde das jetzt erstmal abwechslungsmäßig hier machen oder so. Ich würde erstmal dort hinten eine Fläche nutzen. Eine Fläche aufbauen. Am besten irgendwie mit einem schwarzen Block. Oder so ein dunkel. Der Black Terracotta ist offiziell schwarz. Inoffiziell wissen die alle, dass es nicht schwarz ist. Ich brauche eine neue manuelle Fläche. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 6, 7, 8, 9. Und übrigens, Leute, die zwei weiteren Teilnehmer sind bekannt, beziehungsweise nicht bekannt, aber wir haben sie ausgelost, beziehungsweise ich. Es werden vielleicht noch zwei weitere kommen. Dass man sagt, man hat 6 Spieler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ich bin mega gespannt, wie die sich schlagen werden in diesem Universum. Ich habe ja auch noch Sachen geplant. Also die Story, die ist krass. Ich weiß, wie die Story ausgeht. Aber ich erzähle es euch halt nicht, weil unfair. Und die Story ist heavy. Und auch das Storytelling zum nächsten Projekt hin. Dragons wird höchstwahrscheinlich bis kurz vor der Weihnachtszeit gehen. Muss ich mal ankündigen. Da danach dann was Neues geplant ist. Und soweit ich weiß, ist dieses Video-Thumbnail jetzt bisschen besser designt und professioneller, denn ich zahle jetzt dafür. Vorher habe ich die selber gemacht und nicht so viel Zeit investieren können. Jetzt kann ich mehr Zeit in den Cut investieren. Also ich hoffe, euch gefällt auch dieser Video-Cut jetzt. Und so, wir haben jetzt diese Fläche hier. Jetzt können wir hier mal kurz so eine kleine Magie-Ecke bauen. Kommt das hier hin, ist da und hier. Und ich werde auch probieren, das Sounddesign immer pro Folge ein bisschen besser zu machen. Es werden noch andere Projekte auf euch zustoßen. Dafür aber erstmal jetzt gerade nicht so viel Information, denn das kommt alles später. Wir brauchen Okkultes. Glas haben wir. Wir haben Quicksilver. Oder kriegen wir Quicksilver? Ah! Okay, wir brauchen mal das Weaving Wand. Ventium. Ventium kriegen wir durch. Okay, okay, okay. Wir brauchen Eisen. Eisen haben wir genug. Das ist gut. Dann gehen wir hoch in unsere wunderschöne Öfen. Und packen hier mal alles rein. Wir versuchen jetzt demnächst neue Projekte für euch auf den Start zu bringen, damit wir damit beginnen können. Ich habe vieles geplant, die Umsetzung ist halt immer ein bisschen schwierig. Und auch Storytelling von den Dingern, weil ich versuche immer in Projekten ein bisschen Story reinzubringen, so wie in Dragons. Dragons hat eine ganz eigene Story, die ich auch nicht mal in Zeit 1, also der Plan von Dragons war einfach nur so ein ganz normales Just for Fun Projekt. Jetzt in Zeit 2 habe ich eine Story hinzugefügt, weil ich dachte mir so, jo, kann man machen. Und ich denke mal, ist auch richtig cool. So, und nehmen wir uns Sticks. Und wird auch im Hintergrund demnächst arbeiten unter anderem ich und noch jemand anderes an einer Videoprojektreihe, die mehr einzeln ist, aber trotzdem als eine Videoprojektreihe gilt. Und das wird sehr spannend. So, ich brauche jetzt hier Transmutation. Das war mit, ich glaube, das hier und nochmal das hier. Jupp. Jetzt habe ich Quicksilver. Ich mache das mal ein bisschen öfters. Oha. Dann kann ich das öfters. Also kann ich einmal den Zauber machen. Und alles, was ich angucke. Okay, immer die nächsten zwei. Okay, cool. Ich will jetzt nicht alles mein Kupfer wegballern, aber ich auch genügend K hätte. So. Dann brauche ich diesen Ornate Table.
Brauche ich Holz und Carpets. Ja gut, Wolle habe ich nicht, das ist natürlich schlecht. So wie Strings auch nicht. Beziehungsweise ich kann mir drei machen. Drei brauche ich. Das passt. Dann Holz ist mit einer Holzkiste. Ich habe ein bisschen umgelagert, dass wir jetzt eine Holzkiste haben, weil die Blockkiste voll wurde. Jetzt haben wir ein Ornate Table und können uns darauf mit ein wenig Glas auch einen Oculus machen. Jetzt haben wir ein Oculus Rift und brauchen noch ein Inscription Table, wo wir noch natürlich ein Carpet brauchen. Haben wir noch irgendwo ein Carpet rumliegen? Ist da die Frage von mir. Wir haben ja ein Leaf Carpet. Die können wir da nicht auf Hinter wenden. Kann man den ändern? Aber ich habe keinen Stone Cutter. Brauche ich keinen Stone Cutter? Ich nicht einen Stone Cutter. Der ist da oben, oder? Yep. Also ist es kein Stone. Ja gut, das gibt Sinn. Und ich habe übrigens jetzt Alfred wieder geholt, denn Fifi hat ihn versehentlich falsch, also der war halt da hinten beim Feld. Und das war halt kein richtiges Klauen von eines Pets. Wir haben es so gut es geht weg. Die Quest resettet. Also sie wurde nicht richtig resettet. Aber ebenfalls die Points, wenn er die Quest nochmal erledigen sollte, kriegt er auf jeden Fall denn. Und ja, Alfred ist jetzt wieder hier. Der chillt hier. Wir müssen jetzt erstmal hinbekommen, Wolle bzw. Goldteppich zu bekommen. Und dafür gehe ich jetzt erstmal eine Runde pennen und gehe dann gleich mal auf Erkundung, um kurz ein paar Schafe umzubringen. Ich sehe gerade hier an unserem Outpost gibt es genügend Wolle. Es wird auch in dieser angesprochenen Videoreihe, die jetzt keine richtige Videoreihe ist, also es ist eine Art von Videoreihe. Also die Videos haben voneinander direkt nichts miteinander zu tun, hauptsächlich, aber sind in einem gleichen Kontext. Und ich denke mal, sowas könnte spannend werden, dass man, also beziehungsweise ist halt ein Longtime-Video, also was halt länger läuft, also hat eine gewisse Zeit. Und es wird auch einen Voice-Over gehen. Also es wird so ein Switch zwischen normal und Voice-Over. Also im Video aus dem Moment und Voice-Over. Ich denke mal, jeder von euch hat schon so ein Video, was ich meine, gesehen. Ich verrate jetzt aber auch nicht so viel. So, dann packen wir mal unseren Oculus hier hin. Ist auch sehr ätzend, dass es gerade regnet. Können wir die Rain-Partikel bitte deaktivieren? So, Leute, ich habe es hinbekommen. Jetzt sieht man am Boden, dass es so drippy ist, dass es regnet. Ich habe jetzt einfach den Regen kleine Zeit ausgestellt, dass wir jetzt nicht die ganze Zeit gestört werden davon. Das ist auch ein bisschen ätzend. So, jetzt brauchen wir noch ein Inscription Table, Mana Weaving Altar und eine Wizard Shark. Also ich weiß nicht, ob es noch so geblieben ist wie in der 1.16 Version von der Mod, aber sollte, oder ähnlich, auf jeden Fall, es ist nicht mehr so. Wir brauchen ein Carpet, dann brauchen wir Vellum. Vellum wird nicht angezeigt, wenn man es herstellt, aber das stellt man aus Leder her. Und Wasser, sprich wir gehen jetzt unendliche Wasserkelle und klicken einfach mal. Dann haben wir Vellum, schönes Vellum. So, die Brücke, ich weiß, die muss auch mal hier gebaut werden. Also, hier kommt ja keine Brücke hin. Doch, hier kommt eine Brücke hin, aber die kommt hier bis darüber hin. Denn, wie ich es ja schon mal erwähnt habe, oder ich glaube, ich habe es erwähnt, hierhin kommt unser großes Imperium hin. Es wird auch eine Funktion geben, dass man Chunks reclaimen kann. Und ich bin mal sehr gespannt. Also, ich bin aktuell an dem Dragons 2.2, aka das Update für die ganzen Nachfolger, dran, was krass aufwendig ist. Also, supportet gerne mal das Projekt mit einem Abo und einem Like. Würde mich sehr unterstützen und sehr freuen. Und kommt auch gerne auf den Discord-Server. Ist unten Link in der Videobeschreibung. Denn darauf kommt immer an, wann neue Videos kommen. Und zur Not aktiviert gerne die Glocke auf dem Kanal, wenn ihr abonniert habt, denn dann kriegt ihr Benachrichtigung. So, aber machen wir mal weiter. Wir brauchen eine Animated Quill. Ach du Scheiße. Oh, okay. Also brauchen wir zuerst Mana Weaving Altar. Arcane Sandstone. Was ist Arcane Sandstone? Transmutation von Sandstone. Okay. Das war definitiv nicht so anstrengend damals. Das kann ich euch versprechen. Boah, ist das jetzt anstrengend. Toll. Oh, ist das jetzt anstrengend. So, dann haben wir jetzt 16 Arcane Sandstone. Sieht brutal an. Wahrscheinlich ist es das nicht. Hoffe ich zweimal. Yep, und jetzt Arcane Stone. Wahrscheinlich auch Stone. Yep. Sprich, wir holen uns kurz Stone aus meiner Kiste, wovon ich ja überhaupt nicht genügend habe. Und packen den mal hier hin. Denn ich denke mal, ich denke jetzt einfach mal aus dem Bauchgefühl her. Gewitter, kann ich schlafen gehen. So, damit generell Regen auch weg ist, dass wieder hell ist. Wir wollen ja nicht nass werden. So, und jetzt muss ich einmal, ich will einfach nur ein ganz normales Viereck. Oh mein Gott. No way. Das ist, Pain. Auf jeden Fall machen wir jetzt 9. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Also man kann das irgendwie ausreizen. Jetzt ist mal das hier weg.
Und ja, ich benutze übrigens wieder meine Sickbug-Spitzhacke, denn meine andere ist wieder broke durch unsere Abbau-Session. Die generell, die Dragonborn-Tools werden nochmal gebufft, dass die Quests halt Netherite sind. Also die direkt jetzt nicht, aber eine erweiterte Variante von denen. Das wird auf jeden Fall sehr crazy. Also bleibt auf jeden Fall dran, um sowas nicht zu verpassen. Da haben wir einen Mana-Weaving-Altar. Jetzt gehen wir mal rüber zu unserer unendlichen Wasserquelle. Ich brauche neues Wasser. Und stellen, mal sagen, hier unser Mana-Weaving-Altar auf. Da passt das so. Ich würde den hier hinpacken. Und dann kommt hier in der Mitte noch einen mit hin. Ja, hier. So. Ich brauche für den hier einen Animus-Dust. Okay. Also gehen wir eben in die Base, holen uns alles heraus, was wir für diesen Shit brauchen. Und ja, wir brauchen Eier. Da fängt schon an. Das ist das erste Problem, glaube ich. Oh, wir haben Eier. Okay, das ist krass. Das ist krass. Wir brauchen eins nur, oder? Ja, sprich ein Ei. Dann ein Ventium haben wir. Und eine Wake Bloom haben wir. Auch eine nur. Sollte demnächst mal ein bisschen diese ganzen Blumen farmen. Wahrscheinlich demnächst mal eine Offline-Mining-Session auch machen. Einfach nur für ein paar Diamonds, weil wir Diamonds halt kaum welche haben. Aber packen wir jetzt mal alles hier rein. Gucken uns das Rezept an. Wir brauchen einen Kreis. Das ist kein richtiger Kreis, aber ja. Und die Magie zaubert. So, da haben wir einen Animus-Stars. Ich würde, glaube ich, mal hier auch in der Mitte ein Crafting-Table stellen, obwohl da hinten einer steht, was ich gerade mitbekommen habe. Dann können wir hier craften. Wir brauchen noch eine Feder. Na gut, dann müssen wir wieder in die Base. Feder, Feder. Habe ich überhaupt eine Feder? Ich habe alle Federn aufgebraucht, oder? Ja, natürlich habe ich alle Federn aufgebraucht. Und nein, ich kenne jetzt nicht meinen Papagei, um eine Feder zu bekommen. Ich kenne einen anderen Papagei. Aus dem Dschungel, bestenfalls. Oder ich irgendein Huhn, was unterwegs ist. Das könnte ich auch können. Und hier ist ein Chicken. Wo auch immer. Es tarnt sich hier irgendwo. Okay. Also, ich bin jetzt kein Halt in Sieg, ne? Hast du mir eine Feder gedroppt? Ich hätte Feder gedroppt. Und ein Ehrengönner kennt mir zwei Federn. Das ist crazy. Gehen wir demfalls mal. Übrigens, ich würde das immer nicht mitbekommen mit dem Schild. Mit dem Schwert. Wird er bestimmt irgendwann mal mitbekommen. Ich hoffe es irgendwie auch. Aber ja, solange er es nicht mitbekommt, kann ich es einfach sorgenfrei benutzen. Und das ist doch echt praktisch, muss man mal sagen. So, jedenfalls sind wir jetzt hier. Ich weiß gar nicht, haben wir alles im Impf, um das alles zu craften? Das auf jeden Fall. Wir haben kein Buch, ne? Nee, und kein Basis-Table, aber den können wir uns machen. Buch können wir uns aber nicht machen. Ich habe Bücher, perfekt. Sprich, ein Inscription-Table. Perfekt. So, dann gehen wir wieder zu unserem wunderbaren Platz hier. Wenn wir den Platz brauchen, legen uns Papier hier rein oder was? Okay, jetzt muss ich mal ein bisschen nachlesen. Wie ist denn das? Wie erstelle ich mir einen Zauber? Sorcery, Scribing Spells. Stimmt, wir brauchen Arcane Ash. Wir brauchen Arcane Stings. Und wir brauchen Paper. Seit wann brauchen wir Paper? Das ist krass. Das war vorher nicht so. Vorher musste man Value machen. Ein Vellum. Aber Paper müsste ich genug haben. Bestenfalls. Und ja, ich habe hier Paper sogar in meinem Rucksack. Und muss ich mal eben nachschauen. Haben wir manches? Also das können wir jetzt mal abhaken alles. Wir brauchen Ink. Arcanist Ink war das, glaube ich. Yep, Arcanist Ink. Wir haben nichts davon. Dafür brauchen wir Purified Ventium Dust. Okay, der Arcane Ash. Brauchen wir Arcane Compound. Und eine Blume und eine Bone Ash. Bone Ash machen wir aus Bone, das weiß ich. Dann ist halt die Frage, ob wir eine Blume haben. Wir haben, oh mein Gott, wir haben noch Blumen. Das ist krass. Das ist gut, das ist gut. So, haben wir auch noch andere von denen. Ja, wir haben noch eine Aum. Nehmen wir einfach alles mit. Und Tamaroot haben wir auch. Perfekt. Dann packe ich mal den ohne den Stissel weg. Alles, was wir jetzt nicht so krass brauchen. Ja, hier die Seeds und das Wheat. So, dann brauche ich einmal Purified Ventium, das brauchen wir generell, und Arcane Ash. Da brauchen wir Arcane Compound. So was mit Bone Ash zu machen. Gut. Dann würde ich mal sagen, packen wir Bones in die Runeforge. Ein cooler Effekt. Ich weiß gar nicht, gibt es noch die alte Runeforge? Nein. Also die alte Runeforge war so ein Stein. Aber das Gute ist, was ich finde, was sehr gut ist, dass man, wenn man rüberhavert, hier einen Balken hat, wie weit das schon ist. Das war ist ultra wichtig und auch nervig an die Leute, die Limitless gesehen haben. Limitless war ein Projekt, was vor Dragons lief, was jetzt nicht explizit wegen Dragons geändert ist, aber
Schaut dazu einfach das Limitless vorbei, Drake, neues Projektvideo an. Und dort haben wir auch Magie gemacht, auch mit einer Mod, für so eine 1.16 und nicht eine 1.20.1. Und da sah es auf jeden Fall sehr anders aus und wir mussten mal länger warten. Aber wir haben jetzt unsere Bone Ash, auch mehr als genügend, können uns ja für jetzt Arcane Compound machen. Arcane Compound packen wir wieder hier rein. Das dauert jetzt ein bisschen länger, glaube ich sogar, oder? Ich gar nicht. So, jetzt haben wir unsere Arcane Ash. Haben auch gut viel daraus bekommen. Hast du immer mal viel gemacht in dem Table. Jetzt können wir noch Purified Vintium machen, was wir ebenfalls brauchen werden. Und wir brauchen noch die Chark. Dann brauchen wir noch Flint, was wir natürlich nicht mit bei haben. Da drüben Gravel, yep. Dann brauche ich nicht extra weggehen. So, wir haben Flint, 2, perfekt. Dann können wir das eben machen. Wenn ich wüsste, wie das auswendig geht. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Okay, nee. Oh, so. Perfekt. Das war echt random, dass ich das geschafft habe. Aber einfach der Profi. So, ich denke mal, das ist noch so. Ich hoffe, es ist noch so. Wäre vorteilhaft. Sonst brauche ich gerade unnötig Wizard Chark. Ich habe ja die Mod schon einige Male gespielt. Bis halt in 1.16. Das ist ein bisschen länger her. So, es wird Nacht, da gehe ich erstmal eine Runde schlafen. So, wieder Tag. Und jetzt werden wir auf jeden Fall... Oh, ich habe ja auch, wir haben gerade die ganze Zeit Tamarot. Das ist besser so. Wir brauchen das andere noch. Auch noch die Ink. Ein Ink-Sack haben wir definitiv. Und Glasbottles müssten wir ebenfalls haben, beziehungsweise habe ich mit bei. Ich hole mir eben noch ein Ink-Sack. So, Ink-Sack am Start. Ja, hier am Start. Wollte gerade schon sagen. Können wir uns Arcanist Ink machen. Sprich, wir passen das hier rein und das hier rein. Und könnten jetzt theoretisch schon zaubern. Machen wir auch direkt. Ist halt die Frage, was machen wir? Wir könnten... Also wir können halt nur entweder Touch oder Self machen. Deswegen würde ich sagen, dass wir ein bisschen eine magische Atmosphäre, haben. Obwohl, wir können Fling machen. Was war Fling? Fling. Can you summon air magic to when I slow my fall speed to push things away from me? Das hört sich gut an. Das könnte man machen und mit bei Fifi austesten demnächst. Also demnächst heißt nach den Videos, also sprich in Folge 22. Dass man da mal Fifi on-stream ein bisschen nervt. So, machen wir mal. 15er Komplexität. Das ist krass. Ist das nicht sogar eine Quest? Mit einer Komplexität von 15? Ne, 20. Okay. Wir stellen uns gerade unseren ersten Zauber her, also müssen ihn noch in der Hand denn haben. Ah, hier ist es. Das ist halt das Requirement. Vintium habe ich. Book, Base. Rockhopper. Ich habe keinen Rockhopper mehr. Ich habe nur so fast 2 Stacks am Wirken. Armor Stand, easy herzustellen. Aum habe ich im Impf. Und eine weiße Glyphe. Die wird auch einfach, prinzipiell. So, dann würde ich sagen, abarbeiten wir mal unsere To-Do. Ich packe auch erstmal Quicksilber hier mit hin. Vintium kommt hier mit hin, so wie normales Vintium. Ich pack das so hin. Purified Vintium hier. Das Animus Dust auch. Also Purified Vintium werden wir noch brauchen. Wir werden aber nur eins brauchen. So. Dann die ganzen Sachen hier beim Impf kann ich erstmal entsorgen. Also in mein Impf halt packen, meine Chests packen. Chicken kommt in meinen Essensvorrat. So, dann hier die noch. Hier ist Eisen. Bone Ash kann ich hier mit hinpacken. White Carpets. Zero Blossoms. Nochmal. So, ich brauche keine Glasflasche mehr tatsächlich. Auch 43 Glasflaschen, das ist krass. Die brauche ich nicht mehr. Bestenfalls die Wizard Shark nicht, weil ich behalte noch immer Impf. So, ich brauche ein Vintium, ein Book. Rockhopper, wie gesagt, habe ich nicht mehr. Können wir uns mal kurz in unserer Höhle umsehen. Ein Kupfer ist eine Sache, die lasse ich immer liegen, weil ich sie nicht brauche, weil ich sie so oft habe. In den meisten Fällen. So, dann ziehe ich mir mal eine Light Vision rein.
Dann sehen wir auch ein bisschen was. Und das Kupfer. Perfekt. Haben wir schon. Das war die falsche Spitzhacke. So. Haben wir 20 Rockhopper. Okay, Fortune 3 kickt übelst rein. Das ist crazy. Brauche ich eine Glyphe, Hammerstand und eine Aum habe ich bereits. Ich sortiere mal ein. Das hier ist aktuell, was ich habe. Und noch zwei Sachen. Weiß gar nicht mal, wie man eine Glyphe mir macht. Ich kann ja gleich mal kurz eine Runde raten. Ich weiß auf jeden Fall, aus Stein. Das ist safe. Und ich packe mal drei Steine rein. Stein. Für den Armor-Stand. Und probiere jetzt mal ein bisschen rum mit Stein. Das war irgendwas mit so. Jupp, so. Blank Glyph. Dann brauche ich weißen Farbstoff. Den ich bestenfalls von Bornbeer bekomme. Packe ich die über, also die restlichen Dinger dahin. Und habe eine weiße Glyphe. Und auch dazu, mein Stein ist geschmolzen zu Smoothstone. Der sieht anders aus. Der sieht anders aus, definitiv. Geil. Kann jetzt nochmal Slabs machen. Nehme mir Sticks dazu. Pack die Slab rein. Und ich weiß gar nicht mehr, wie man den Armor Stand macht. So, oder? Ja. Und wir haben den Armor Stand. Unser letztes. Für den Zauber. Und jetzt so. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Hier reinlegen. So. Okay, ich habe es nicht mehr richtig in Erinnerung. Oh mein Gott, Leute. Also, wer es gesehen hat, GG. Ich habe was vergessen. Einfach diesen einen Chark. Ja, peinlich. So, ich kann jetzt hier alles reinpacken. Und Craft jetzt so. Mal jetzt auch nebenbei ein bisschen Fotos. Mein Thumbnail Designer. So, und wir haben Fling. Können wir uns ein Icon aussuchen? Was ist denn Fling? Fling ist sowas. Sowas sieht nach Fling aus. Flinger. Der Flinger. Oha. Das ist, oh mein Gott, das ist krass. Oh! Leute, das ist crazy. Das ist krass. Ey, das ist krasser als Fifis Cloud in a Bottle. Das ist ein GG. Das ist wirklich ein GG. Ich weiß nicht, wieso sich hier angezeigt in Hotbar, aber egal. Das ist eine GG. Also, Fifi, zieh dich warm an. Du wirst so hops genommen werden. Aber ja, Leute, dann würde ich sagen, nach einer Ewigkeit Suche und Recherche und was weiß ich, würde ich sagen, haut rein und ciao. Leute!